Bernstein. Unendliche Zeiten. Wir schreiben das Jahr 2003. Dies sind die Abenteuer der Zeitkapsel Löwentor, die mit ihrer Besatzung seit Jahren unterwegs ist, um vergangene Welten zu erforschen und ausgestorbenes Leben zu entdecken. Viele Jahrmillionen von unserer Gegenwart entfernt, dringt die Zeitkapsel in Urzeiten vor, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Seit Jahrhunderten wird Bernstein an den Küsten der Ostsee gefunden. Wegen seiner Schönheit und der gelegentlich enthaltenen organischen Einschlüsse ist Bernstein seit jeher begehrt und überaus wertvoll. Bernstein ist kein Stein, auch kein Edelstein, sondern ein fossiles Baumharz. Bäume produzieren Harz, um Wunden zu schließen. Wird das produzierte Harz unter Luftabschluss im Boden eingebettet, entweichen im Laufe von vielen Jahren zunächst in ihm enthaltenen flüchtigen Bestandteile. Das auf diese Weise entstandene subfossile Harz wird Kopal genannt. Dieser Kopal aus Kolumbien ist etwa 100.000 Jahre alt. Erst weitere Jahrmillionen unter Luftabschluss und Druck wandeln diesen Kopal durch Polymerisation in eine plastikähnliche Substanz um. Bernstein. Bernstein wird an den verschiedensten Orten der Welt gefunden. Wichtige Lagerstätten sind unter anderem in der Dominikanischen Republik, Mexiko, Neuengland, Libanon, Burma, Borneo, Japan, Sibirien und vor allem im Baltikum zu finden. Der älteste Bernstein mit tierischen Einschlüssen stammt aus der Kreidezeit des Libanon und ist etwa 125 Millionen Jahre alt. Der bekannte baltische Bernstein entstand hingegen erst nach dem Aussterben der Saurier, vor etwa 45 Millionen Jahren im Tertiär. Eingeschlossene Pollen, Nadeln und Zapfen sowie Rindenabdrücke und Harzanalysen deuten auf eine Kieferart als Produzent des baltischen Bernsteinharzes hin. Kiefern wachsen nicht nur in den Wäldern der kalten und gemäßigten Breiten, sondern auch in mediterranen und subtropischen Klimaten. Im hier gezeigten Bernstein ist eine lange Nadel der Bernsteinkiefer zu erkennen. Durch den Duft und die gelbe Farbe werden Insekten angelockt und bleiben am klebrigen Harz haften. Durch weitere Harzflüsse können die gefangenen Insekten eingeschlossen und somit im Inneren des Bernsteins konserviert werden. Im Bild ist eine Fliege zu erkennen, die an einem Harztropfen kleben blieb, der seinerseits später von größeren Harzmengen umschlossen wurde. Kommt es zu mehreren Harzflüssen, kann Baumharz wie eine besonders effektive Insektenfalle wirken. Im gezeigten Bernstein ist deutlich zu sehen, dass die Insekten nur an den Grenzflächen der Harzflüsse zu finden sind. Roher Bernstein wird in unserem wissenschaftlichen Labor zunächst geschliffen, um die Einschlüsse besser zugänglich zu machen. Danach poliert, um einen klaren Einblick zu ermöglichen, und schließlich unter dem Stereomikroskop wissenschaftlich untersucht. Neue Erkenntnisse werden dann in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht. In der Vitrine im Inneren der Zeitkapsel können Sie dieses Fossil im Original bewundern. Es handelt sich um ein erst kürzlich von uns entdecktes Insekt. Eine Eintagsfliege, der wir den Namen Balticobaetisca felteni gaben. Aus verschiedenen Gründen ist es ein besonders interessantes Fossil. Zum einen ist dieses Tier in einigen Details noch ursprünglicher als seine heute lebenden Verwandten der Eintagsfliegenfamilie Baetisciidae. Zum anderen sind deren heutige Vertreter ausschließlich im östlichen Nordamerika beheimatet. Der Fund im baltischen Bernstein ist nicht nur der erste Nachweis für die alte Welt, sondern auch ein Hinweis auf den eigentlichen Entstehungsort dieser Gruppe, da auch deren nächstverwandte Eintagsfliegenfamilie in der alten Welt zu finden ist. Schließlich erlaubt der Fund einer fossilen Eintagsfliege auch Rückschlüsse auf die Lebensräume im Bernsteinwald. Da die Larven aller Eintagsfliegen ausschließlich in Fließgewässern leben, muss es auch im Bernsteinwald solche Bäche oder Flüsse gegeben haben.
Diese Palmenwanze wurde erst vor kurzem als neue Art Proxylostodoris gerdae von uns aus dem baltischen Bernstein beschrieben. Auch dieses interessante Stück sehen Sie in der Zeitkapsel im Original. Die nächsten Verwandten dieser Palmenwanze leben heute ausschließlich in den tropischen Wäldern Kubas. War man bisher davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine endemische Form dieser Insel handelt, zeigt die Entdeckung im baltischen Bernstein, dass diese Tiere früher sehr viel weiter verbreitet waren. Wie der Name Palmenwanze schon andeutet, leben diese Tiere nicht nur an Palmen, sondern sind auf sie als Nahrungsquelle unbedingt angewiesen. Der Fossilfund ist daher ein indirekter Hinweis auf das Vorkommen von Palmen im Bernsteinwald, was durch entsprechende Pollenfunde auch bestätigt wurde. Da Palmen nur in warmen Klimazonen gedeihen, ist die Palmenwanze ein Klimaanzeiger, der belegt, dass der Bernsteinwald zumindest ein subtropischer Wald gewesen sein muss. Diese beiden Beispiele sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der Vielzahl gefundener Pflanzen und Tiere im baltischen Bernstein. Jeder einzelne Einschluss liefert wertvolle Informationen und ist somit wie ein Stein in einem Mosaik, dessen Gesamtheit eine weitgehende Rekonstruktion des Bernsteinwaldes erlaubt.